mache mir solche Sorgen. Ich finde die Lana nicht wieder. Hast du denn in jede Ecke geguckt, bevor du die Polizei oder die Feuerwehr rufst? Du weißt doch, wie sie ist. Die geht doch mit ihrem Schüler mit. Puh, ich weiß nicht. Hey. Hi. Anna, machst du zwei Kaffee vor? Ja, aber erstmal gebe ich dir den. Der ist nämlich abgegeben worden. Okay. Mhm. Ja, von wem der wohl ist. Alles, was ich will, ist eine halbe Stunde, um alles zu erklären. René. Ja, geht so süß. Schenke ich dir. Ich kann den aber doch gar nicht annehmen. So Quatsch. Du, ein Kerl, der sich so viel Mühe gibt bei so einem Strauß, der meint das doch bestimmt ernst. Der hat sich schon so oft Mühe gemacht und das ernst gemeint. Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst, echt. Okay, dann tue ich ihn ins Wasser und mache euch zwei Kaffee. Danke. Ja. Das war gerade der Tobias. Ihr Köter wurde auf dem Schulhof gesichtet. Was? Echt? Er wird mal schnell gucken gehen. Er kommt, ja? Marvin, warte mal gerade. Komm, das ist doch Kindergarten. Was denn? Ich meine, gib dem armen Mann doch seinen Hund zurück. Sie haben es doch gerade gehört. Der Hund ist auf dem Schulhof. Marvin, ich kenne dich und Tobias doch. Ihr habt doch sowas von damit zu tun. Quatsch. Alles in Ordnung. Ja, Frau Schumacher? Ciao. Moment, da hin. Anke, wir kommen sofort wieder. Habt ihr meinen Hund gesehen? Hey, habt ihr meinen Hund gesehen? Nee, sorry. Entschuldigung, habt ihr meinen Hund gesehen? Nee, sorry. Verdammt! Sag mal, was habt ihr denn zum Schluss gesehen? Ja, na, laut meiner Info in den Büschen, da müssen wir mal richtig gucken. Was? Hier ist er nicht! Oh mein Gott, ihr Hund springt vom Dach! Was? Oh. Lala! Nee, ne? Herr Kautz, das ist ja gar nicht Lana. Jetzt bist du wirklich zu weit. Herr Kautz, Lana! Tun Sie nichts, was Sie später bereuen würden. Ist mir scheißegal! Herr Kautz, Sie verlieren Ihren Job und das ist es wirklich nicht wert. Das war eine Scheißidee. Ja, Ihrem Hund geht's doch gut. Man hol den blöden Hund jetzt. Tobias! Ich hab den Hund hier oben. Da ist doch Ihr Hund. Sehen Lana. Sie? Lana! Du bleibst da oben, rührst dich kein Stück von der Stelle. Ich komm hoch. Tun Sie aber bitte nichts unüberlegt. Ja. Wie kommt man auf so eine bescheuerte Scheiße? Ja, Mann, wir wollten dem halt einen richtigen Denkzettel verpassen. Jedes Mal müssen wir hier scheiß Hofdienst machen, den seine Drecksarbeit. Ich denke, jetzt hat das geschnallt. Ja, hast du gesehen, welche Sorgen der arme Kerl sich heute gemacht hat? Ja, vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben. Ein bisschen, ja. Wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Ich meine, was glaubst du, was wir jetzt mit euch machen, ne? Ja, wir entschuldigen uns natürlich bei ihm. Und vielleicht können wir als Wiedergutmachung freiwillig Hofdienst machen. Zu wievielten Mal diesen Monat? Ja. Mehrmals. Ja. Wie eure Strafe aussehen wird, das wird Herr Kautz entscheiden. Aber dass wir es Frau Steinmeier melden müssen, das ist euch ja wohl klar. Das ist keine Nummer, die man einfach so unter den Tisch fallen lassen kann. Wie kommt man überhaupt auf so eine bescheuerte Idee? Ja, das war voll spontan. Wir haben heute Morgen schon wieder so einen bescheuerten Hofdienst gehabt. Ja, und da habe ich eine Möglichkeit gehabt, den Hund zu klauen. Und in dem Moment ist mir eingefallen, dass ich ein Kuscheltier habe, was dem sehr ähnlich sieht. Das habe ich in der Pause geholt gehabt. Ja, den Rest haben sie gerade gesehen. Hm. Marvin, überrascht mich. Du hast noch Kuscheltiere? Quatsch, von früher. Ja, von früher. Ich dachte, du bist gar nicht so ein kuscheliger Typ, Mann. Quatsch. Ich hätte dir das gar nicht zugetraut. Du überrascht mich total. Schön, süß. Das ist aber... Mann. Auf der einen Seite bin ich natürlich unfassbar froh, dass Lana nichts passiert ist. Aber was ist nur mit den Jungs los? Das ist doch krank. Ti amo, oigo toda la Franken. Ti amo, ti amo, ti amo. Sag mal, Lisa, was soll die Scheiße? Hast du irgendwas damit zu tun? Nein, hab ich nicht. Und was machst du dann hier? Lisa, ich hab genug Ärger wegen dir. Es tut mir leid, ich hab hier auf sie gewartet. Die hatten halt zu mir gesagt, dass sie halt hier hinbringen. Die haben mir da drin kein Wort geglaubt. Und dann auch dieses Foto. Ich hab die tausendmal gefragt, wo das Foto her ist und die wollten es mir nicht sagen. Was hast du denn erzählt? Ich schwöre, ich hab die Wahrheit erzählt. Ich habe in das Handy meiner Mutter geschaut und habe das Bild gesehen und ich habe mir auch eine Nummer rausgeschrieben. Gibt's einen Absender? Nein, ich bin ja nicht so mit denen, also, aber ich habe halt die Nummer. Ja, okay, das Foto muss ja von der Klassenfahrt sein. Das heißt, das Foto hat ein Schüler gemacht. Ich werde mal den Herrn Rossmann anrufen, ob der mir da weiterhelfen kann. Hast du die Nummer? Ja, klar. Hallo Jan, ich bin's. Ich brauche dringend deine Hilfe. Ich komme gerade von der Polizeiwache. Es geht um das Foto von Lisa und mir.
Genau, wir sind gerade dabei herauszufinden, wer das Foto gemacht hat. Und Lisa hat mir die Nummer gegeben. Wir wollen den Absender herausfinden. Ich gebe dir die Nummer. Schick's mir aufs Handy. Danke. Es tut mir wahnsinnig leid, dass Sie so Ärger wegen mir haben. Ich glaube, ich habe mich da einfach in was hineingesteigert, weil ich einfach so einsam bin. Lisa, es tut mir auch leid. Und ich glaube dir, dass du damit nichts zu tun hast. Aber merk dir eins. Zwischen uns lief nie etwas, da läuft nichts und da wird auch nie was laufen, okay? Ja, das habe ich ja verstanden. Ja. Leonard, das gibt's nicht. Diesem Psycho würde ich's noch zeigen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Herrn Nolting nicht immer noch gut finde. Aber nachdem, was heute passiert ist, werde ich auf jeden Fall großen Abstand zu ihm halten. Ich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass ich ihn in so große Schwierigkeiten bringe, nur weil ich ihn küsse. Meine Güte, war das ein Tag. Dietrich? Dietrich, was machst du hier? Nichts, ich habe jetzt keine Zeit, okay? Warte! Du hast das Foto an Lisas Mutter geschickt. Warum? Sie haben Lisa geküsst, nicht ich. Warum hast du das getan? Du weißt ganz genau, wie es wirklich abgelaufen ist. Warum wohl? Sie wollte mich wegen dem scheiß Joint verpfeifen. Ist doch normal. Das war ein bisschen mehr als nur ein blöder Joint. Außerdem habe ich es deiner Mutter nicht erzählt. Noch nicht. Denkst eigentlich nach? Hast du dir überlegt, in was für eine Lage du mich eigentlich gebracht hast? Lassen Sie mich los, sonst zeige ich Sie an, okay? Was machen Sie denn da? Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe. Ich habe Sie doch vorhin erst suspendiert. Was machen Sie hier? Ihr Sohn Leonard hat das Foto an Lisas Mutter geschickt, weil er Angst hatte, dass ich Ihnen erzähle, dass er auf der Klassenfahrt gekippt hat. Leonard, stimmt das? Nein, alles gelogen. Der labert Scheiße. Gib mir dein Handy. Komm, gib mir dein Handy. Oder übertreib jetzt nicht. Gib mir dein Handy, habe ich gesagt. Wer damit? Werden wir ja jetzt sehen, ob da was drauf ist. Da ist ja schon. So, und jetzt? Da, bitteschön. Ja. Hör mal, du hast ja extra ein Bild rausgesucht, wo das so aussieht, als wenn er sie küsst. Ja, aber... Aber das ist doch ganz klar zu sehen, dass das nicht stimmt. Er schiebt sie doch sogar weg. Weißt du was? Das war jetzt echt das Allerletzte. Damit hast du den Bogen wirklich überspannt. Und soll ich dir was sagen? Für dich ist jetzt nach dem Schuljahr Schluss. Ein für alle Mal. Mir reicht das jetzt. Das war zu viel, Leonard. Wirklich. Ich hasse dich, ohne Scheiß. Ja, ich weiß. Bitte schön. Herr Nolting, es tut mir leid, aber ich denke, damit ist ja jetzt alles geklärt. Und die Suspendierung ist natürlich rückgängig gemacht. Das beweist ja, dass Sie da unschuldig sind. Nein, es ist nicht ganz alles klar. Ich hätte gerne, dass dieses Video bei der Polizei landet und dass jeglicher Verdacht ausgeräumt ist. Ja, natürlich. Und ich hätte gerne, dass Sie offiziell an der Schule verkünden, dass ich damit nichts zu tun habe. Der Auftritt von Lisas Mutter hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Und ich will nicht, dass irgendwas davon hängen bleibt. Nein, das verstehe ich. Verspreche ich Ihnen auch ganz bestimmt. Da ist jetzt nur noch eine Sache mit Leonard. Als Direktorin müsste ich Ihnen eigentlich sogar dazu raten, Leonard anzuzeigen. Aber ich bin eben auch Mutter. Können Sie vielleicht von der Anzeige absehen? Gut, Hauptsache, die Sache ist jetzt geklärt, ja? Und ich kann an meiner Prüfung teilnehmen. Ja, selbstverständlich. Hey, was ist denn passiert? Was war das? Ja, die Sache hat sich jetzt aufgeklärt. Los, wir gehen einen trinken, ich gebe alles aus. Oh Mann, das freut mich voll. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mensch, ich bilde mir ein, ich war mal eine gute Lehrerin. Und denke eigentlich auch, dass ich eine gute Direktorin bin. Aber als Mutter habe ich irgendwie total versagt. Was soll ich bloß mit dem Jungen machen? Er wird auf alle Fälle die Schule wechseln. Aber unsere Probleme sind damit nicht gelöst. I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. So was, ich muss jetzt erstmal einen Drink haben. Aber hey, wir sind morgen Schüler, ist doch mega. Elsa? Sag mal, weinst du? Was ist denn los? Jan hat mich gefeuert. Was? Jan hat dich gefeuert? Er hat einfach irgendeine andere Tussi genommen. Das kann er doch nicht machen. Das ist ein Arsch. Alter, ich werde mit Jan reden, mach dir keine Sorgen. Das bringt doch eh nichts. Ich hab keine Ahnung. Oh. Jan, Elsa sitzt draußen auf der Bank und weint, weil du sie gefeuert hast. Ja, das ist auch immer noch mein Laden, oder? Da kann ich entscheiden, wer hier arbeitet und wer nicht. Was magst du denn trinken? Mir gefällt's ja nicht mehr. Dann kannst du gerne gehen. Das mache ich auch. Aber zuerst sagst du mir, warum du Elsa gefeuert hast.
Komm, Dietrich, ganz ehrlich, ne? Komm du erst mal selber klar. Ja, du weißt schon, was ich meine, ne? Die Geschichte mit Lisa. Bist du da wirklich so unschuldig, wie du tust? Ich kann mir schon vorstellen, dass du das ganz geil gefunden hast, so wie sie für dich geschwärmt hat. Das hast du gerade nicht gesagt, mein Freund. Das hast du gerade nicht gesagt! Ja, Dietrich, warte, ich... Jan, hast du eine Minute? Ich würde dich total gerne mal kurz sprechen. Sag mal, tickst du noch richtig? Was war denn das für ein Spruch, Mann? Dietrich ist dein bester Freund. Und wer ist diese Frau? Seitdem die aufgetaucht ist heute Morgen, bist du total komisch. Ja, ich wollte Dietrich nicht so anfahren. Das ist einfach der Stress. Der Stress? Mann, was ist denn los? Ich dachte, wir beide vertrauen uns wenigstens, oder? Jan, kommst du mal bitte? Mann, du weißt ganz genau, dass ich ein Problem mit Vertrauen habe. Ja, weiß ich ja. Ich... Jan! Also? Ich habe meine Gründe. Gut. Vielleicht kommt ja irgendwann der Tag, an dem du mir erzählst, was sie gegen dich in der Hand hat. Sarah! Hübsch. Sarah, schöner Name. Wer ist sie denn? Niemand. Oh, Jans Freunde regen sich auf. Buhu. Ich kann gar nicht sagen, wie egal mir das ist. Vor allem, weil ich Jan später in einer ruhigen Minute noch was sagen werde, was wirklich zum Heulen ist. Also für Jan, nicht für mich. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Doesn't matter where you are. Du, Jan. Ich hab mir da was überlegt. Interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr gerade. Ach doch, ich glaube schon, dass dich das sogar sehr interessieren wird. Sag mal, warum überschreibst du mir nicht einfach die Bar? Was? Das ist genau die Chance, die ich jetzt brauche. Nora, wenn eins nicht in Frage kommt, dann das. Weißt du, wie hart ich hierfür gearbeitet habe? Pass mal auf. Wenn du mir die Bar nicht überschreibst, dann packe ich aus. Und dann kannst du deine Karriere vergessen. Und vielleicht landest du ja sogar im Knast. Wer weiß. Und mich würde ja auch mal interessieren, was deine Sarah dazu sagt. Nora, lass Sarah aus dem Spiel! Du tust mir weh. Das kommt nicht in Frage! Wie gesagt, schlaf doch einfach noch mal eine Nacht drüber.